Moin Leute, ihr seid gegrüßt. Herzlich willkommen zu der neuen Runde King of Retail. Erstmal würde ich sagen, Fortbildung und Talente. Katrin, wie geht's dir? Du kannst jetzt noch ein bisschen besser kassieren. Das freut uns. Die sind alle Mohammed. Hat nochmal ein bisschen hier Luft nach oben im Wiederbeschaffen. Das ist auch sehr gut. Vanessa. Scheint Verkäuferin zu sein, ist dann auch durch. Luisa. Auch besser im Verkaufen. Das waren's. Mal gucken, wie viele Leute mehr Geld haben wollen. In der letzten Folge haben wir wahnsinnig viel Geld gemacht, liebe Leute. Der eine oder andere wird es gesehen haben. Ich glaube, so gut wie Umsatzrekord mit 260.000. Tessa, Marlene. Vanessa fühlt sich krank. Marlene und Tessa. Wollen wir kurz mal gucken. Wir müssen auch noch heute neue Artikel aussuchen, neue Outfits zusammenstellen. Das werden wir noch im Verlauf der Folge gucken. Und dann müssen wir entscheiden, ob wir nochmal zum Supermarkt gehen, also unseren Lebensmittelstore, oder ob wir erstmal unseren Elektronikladen wieder gerade vorkriegen. Wo ich auch denke, dass es ziemlich wichtig wäre, dass wir das erstmal machen. So, Marlene wollte Gehalt. Und Tessa, glaube ich, war das. War schon eher hoch angesiedelt, ne? Ist schon okay. Danke. ...165. Folge haben wir mittlerweile. Bin gespannt, was ihr jetzt dazu sagt. Dass ihr jetzt einige Tag Pause war, an King of Retail. Bewerbungen, ganz wichtig. Anna, du siehst komisch aus, Anna. Anna? Müssen wir uns Gedanken machen? Da gibt es Länder, in denen Hanna ein männlicher Name ist. Mag immer alles sein. Ja, man könnte den im Verkauf halbwegs brauchen. Ne? Nach kurzer Zeit ist er... Ja, ich glaube, für den Verkauf würde ich den nehmen. Zwar nicht richtig gut im Verkauf, aber wir brauchen Verkäufer. Sarah. Ja. Ja. Klar. Alter, die wäre auch so eine Managerin, ne? Von allen Bereichen ein bisschen was gut. Hat auch eine gute Lohnforderung. Okay, danke. Ausgezeichnet in Wiederbeschaffung. Ja, gleich für die Morgenschicht zum Auspacken und Auffüllen. Ganz klar. So, dann wollen wir mal gucken. Freier Tag, nee. Wieder beschaffen, nee. Du gehst hier auffüllen. Und zwar ganz klar 2, 3, 4, 5, 6 Stunden, ne? Von 6 bis 12. 6 Stunden lang Waren auffüllen und eigentlich hauptsächlich auspacken. Gut. Dann müssen wir mal selektieren nach Verkauf. Ach ne, erstmal müssen wir gucken. Krank. Ja, was Hanna? Hanna Frey. Das habe ich noch nicht eingestellt, glaube ich. Ne? Wir haben 3 Verkäufer morgens. Na moin. Das ist wieder Beschaffung. Nee, war nicht wirklich Kasse geeignet, war eher verkaufsgeeignet. Ab 12 Uhr. Bei Verkäufern haben wir noch nicht so eine richtig klare Struktur in den Dienstplänen drin.
So, dann gucken wir uns jetzt gleich mal an, was wir für 4 Klamotten-Outfits brauchen wir noch für die Seite. Vielleicht nochmal ein teures Trikot mit teurer Hose, können wir vorstellen. Weil das läuft ja mal relativ gut. Müssen wir mal schauen. Und Computer müssen wir was überlegen. Geldmäßig läuft bei uns, ne? Das ist echt durch das Thema hier Geld. Der läuft hervorragend. Wir könnten natürlich sagen, dass wir das ganze komische Obst, was wir nicht verkaufen, raushauen. Rechner, so Computer. Wir haben bisher die 7. Wir haben 9 Regalplätze zur Verfügung. Es gibt den ja noch in Weiß. Gibt den auch noch in Weiß. Das alleine ist natürlich eine mega teure Bestellung. Ne? 1, 2, 3. Also ich würde die sonst die teure noch. Was sind das? Pearl Easy. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich die Firestorms-Serie im Programm. Die hier, ne? Davon könnten wir auch 3 Stück nehmen. Auch Firestorm. Wird nicht bezahlbar sein wahrscheinlich, aber mal gucken. Wenn davon immer noch welche rausschmeißen. Hauptsache sind erstmal im Mindestlager drinne. Gehen wir einmal aktuell die hier Sportgeschichte. Da sind schon 80 die teuersten, ne? Also mal 2 Sportoutfits dazu packen. Also dazu haben wir auch die passende Hose und das ist sogar von den teuren Trikots. Machen wir einfach so. Mache ich 2 von Hosen, Sport. Könnte aber auch die hier sein, oder? Machen wir so. Jetzt brauchen wir noch die Röcke, nehmen 2. Aber wir nehmen von diesen karierten. Nicht ganz so schön aussehenden. Wir haben diese Jacken, die kosten 130 zum Beispiel. Aber die kosten halt 170, ne? Aber es ist aber auch viel teurer. Was Teures haben wir nicht. Als schwierige Entscheidung. Noch so ein rotes. Und der Outfit-Mischung. Bestellung im Mindestlager für 250.000 ist tatsächlich ein bisschen zu teuer, liegt aber natürlich an den Computerpositionen, die natürlich alles jetzt crashen. Dann nehmen wir mal jeweils 2 weniger und schon passt es locker. Ein bisschen Spielraum haben im Geld ist auch gut. So, Artikel bestellen.
Haben wir immer noch 44 über, das ist ganz gut, denke ich. So, und dann würde ich schon mal, sollen wir mal Werbung buchen? Geht, ne? Gucken, ob sie uns dann den Laden komplett einrennen. Aber es ist eigentlich blöd, weil wir noch keine Kassierer haben. Lass das lieber erstmal. Hier ist... Ah ja, wir könnten das noch machen, ne? Wäre das komplett dicht. Aber dann steht das hier so blöd im Raum, das gefällt mir dann auch nicht. Überlegen, ob wir die paar Regale hier hin und Mitarbeiterraum größer und da tatsächlich Platz kriegen für Schreibtisch. Ja, ich glaube, mehr brauchen wir hier nicht machen. Beenden wir mal den Tag. ...23.000 Konzerngebühr. Bleibt da noch übrig. Das ist nicht schlecht. Dann dürfte jetzt auch mehr Gewinn ausgewiesen werden, denke ich. Und wir leveln wieder. 33.000 Umsatz mit dem Rechner. An einem Tag. Und die anderen auch 28. Der levelt schnell, der Laden. Das kann man nicht anders sagen. Und die anderen beiden auch. Nice. Damit haben wir wieder 8 Konzeptpunkte übrig. Und werden auf jeden Fall erstmal unser Hauptquartier besuchen. Erstmal kurz mal gucken. So. Anna bringt noch 57.000 mit. Sehr gut eigentlich immer noch, ne? Die Kabel 35.000. Unser neuer Laden 32.000. Der Computer Store mittlerweile bei minus 10. Also das ist dann wirklich die Geschichte, dass ich sage, wir gehen erstmal in den 32.000. Ist auch echt noch gut. Relativ neuer Laden da hinten. Und auch Melina bringt noch 21.000 mit. Also alles gar nicht so schlecht, bis natürlich auf der Computerladen. Und dann würde ich sagen, sollten wir als nächstes den Computerladen besuchen. Vielleicht, wir müssen mal gucken, wie viel Budget der hat. Weil wir haben ja ansonsten genug Geld im Konzern und könnten da ein bisschen Geld überweisen, damit wir da gleich relativ schnell ein großes Handy-Sortiment aufbauen können. Was? Will eine neue Herausforderung herabfachten. Will sie denn? Optimistische Mitarbeiter. Mensch, Eileen. Dann lass mal schauen, leveln. Nicht mehr viel, was wir noch freischalten müssen. Also hier hoch und hier und da. Also 3, 21. Wenn wir noch 21 Punkte haben, dann haben wir alles, was es aktuell gibt, frei. Also voll im Renommee-Status drin. Ne? Sechs Geschäfte, geschätzter Tagesumsatz mittlerweile 669.000. 99 Angestellte. Nicht schlecht. Sehr nice. Dann lass mal hier gucken. Welcher ist noch der Computer Store? Da rechts außen. Das muss eigentlich der hier sein. Aktuelle finanzielle Mittel. Nicht viel. Geld überweisen. Geld einzahlen. Ein groß angelegter Umbau für den Computer Store in der Region mit Erweiterung Handygeschäft. Schwankt so ein bisschen, ob wir das wirklich übertreiben sollen oder versuchen, weil wir auch eh 2-3 Tage da bleiben müssen werden sollten. Ich überlege auch, wie viel baut man tatsächlich aus, wie viel Kacheln. Man kann ja Geld auch aus dem Konzern, aus dem Shop wieder abziehen, ne? Aber ich schwank irgendwas zwischen 250 Minimum, 500.000 Maximum. Treffen wir uns in der Mitte, 375.000. Glaube ich, die blankeste Lösung. Ach, naja, ach ja, dann machen wir 350 so. Weil da ist ja auch noch ein bisschen Geld im Shop. 350.000 ab dafür. Haben wir noch 800.000 in der Konzernzentrale.
Ja, passt schon. Das ist nicht so schlecht, Leute. Ja, weil an solche Läden nochmal aufzumachen, habe ich persönlich kein Interesse. Natürlich kann man nachher alle Läden hier besitzen, aber sehr niedrig, das haben wir einmal gemacht, das reicht mir auch für die Zukunft. Hier haben wir, was sind das alles, so mittelbesuchte Läden? Auch nicht so wirklich Sinn. Die Kurse hier belegen, Urlaub endet in einer Stunde und da geht es ja auf jeden Fall noch weiter. Da kommen noch neue Sachen, größere Konzerne kann man sich noch gönnen. Natürlich können wir auch einen Konzern nachher in der Innenstadt uns gönnen, das wäre natürlich auch nice. Aber der kostet mit 3 Millionen und 80.000 täglichen Unterhalt noch ein bisschen zu viel, ne? Unbegrenzte Shops, 10 Konzepte. Ja, hier ist noch einer mit sehr hoch, also hier wäre noch zwei Läden mit sehr hoch. Drei Läden, ach nee, der ist hoch, okay. Auch alles hoch. Auch hoch. Auch hoch. Und die ganze Reihe haben wir eben schon. 37, 37, 22, 32. Ja, also Elektronikladen erstmal gerade vorkriegen. Oder noch einen Tag in den Supermarkt, weil wir auch da die neuen Computer und so in die Regale räumen wollen. Ich glaube, das machen wir. Weil wir haben da jetzt die neuen Outfits, wir haben neue Computer. Das jetzt einmal ordentlich machen, dann steigt auch klar nochmal hier der Umsatz bestimmt. Dann würde ich sagen, haben wir's. Dann macht sie nochmal, oder derjenige Konzern, der Chef hier, nochmal Kira deutlich mehr Money. Da kommen die Pakete, da müssen wir uns gleich hinstellen, aufreißen. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge, denke ich, den Computer Store nochmal ansehen. Vielleicht aber auch erst in der übernächsten Folge, mal gucken, wie lange das Ganze hier dauert. Wenn ich das richtig sehe, sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr Bock habt auf weitere King of Retail Folgen, das ist natürlich alter krass. Lasst gerne ein Like da und, ne, warte, guck mal da, wo die Computer sind. Doch, sind hier mit drin. Dann haben wir die richtigen Pakete gefunden. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.